hallo. 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 Kalt. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Halbfinalspiel beim FC Bayern München. Wir reden ungern über private Dinge, Jürgen, aber manchmal gibt es Dinge, die sich in der Stadt vervielfältigen. Da kommen Multiplikatoren und es gibt Gerüchte. Und heute beziehen wir einmal Stellung zu einer privaten Angelegenheit. Richtig? Ja, ich bin damit eben erst konfrontiert worden. Man hat mir gesagt, dass ich den Verein verlasse, weil meine Frau mich rausgeschmissen hat und ich ein Verhältnis mit einer Spielerfrau hätte. Pow! Boah, also nicht die tolle Spielerfrau natürlich, aber ja, ich bin in meinem Leben ehrlich gesagt relativ selten mit Gerüchten konfrontiert worden, die mich interessiert hätten. Aber das ist so ein Gerücht, das können wir auch direkt wieder ad acta legen. Ja? Ich liebe Ulla nach wie vor. Von ganzem Herzen. Jetzt bin ich nicht rausgeschmissen, jetzt ich war ein Grund dafür gehabt, möglicherweise. Also aber nichts, dass ich mit einer anderen Frau gehabt hätte, sondern weil ich ein bisschen doof bin, aber auch das ist nicht passiert. Jetzt und haben dementsprechend. Viele Männer Hoffnung gemacht. Ne? Ja. Ja. Ist das das nächste Gerücht? So, okay. Also, alles cool. Bei mir zu Hause zumindest ist alles cool. Ja? Da ist so gut zu Hause, dass wir können sogar noch was abgeben fürs Berufliche. So, damit wäre das Thema hoffentlich auch geklärt. Und für weitere Fachfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir fangen an mit Boris Rupert, bitte. Ein Gerücht ist, dass Mitch Langerock im DFB-Pokal 10-mal für Borussia Dortmund gespielt hat und 10-mal gewonnen hat. Kein Gerücht ist, dass Mitch Langerock 3-mal gegen Bayern München gespielt hat und 3-mal gewonnen hat. Von einem Hinfall. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich liebe dich, Boris. Ja. Ja. Für solche Dinge. Ja. Das ist doch ein Zimmer frei, Boris. Ja, und was soll ich jetzt machen? Mitchell stellen, ne? Ja, ist keine schlechte Idee. So, aber das, um mal ein bisschen Spaß wieder rauszunehmen aus der ganzen Kiste, es ist ja so, dass man ja klar darüber nachdenken kann, grundsätzlich schon mal. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig abergläubisch, wie du vielleicht auch schon mitbekommen hast. Nichtsdestotrotz war es eigentlich in dieser Saison klar, dass Mitch den Pokal spielt und sollte da jetzt nicht irgendwie was passieren, wird das auch morgen so sein und ja, dann ist es schon mal angerichtet. Ich hoffe, wir lassen Mitch nicht alleine und er muss das alleine regeln, sondern der Rest können ihn ein bisschen dabei unterstützen, so wie das in den anderen Spielen ja auch der Fall war. Heiko Niederer für die Bild. Es gab ja schon viele Duelle, viele wichtige Duelle auch mit Bayern. Jetzt mit dem ganzen Ihrem Abschied und so weiter, wie hoch oder wie wichtig würden Sie dieses Duell in der Skala einordnen für Sie persönlich? Also ich habe ganz selten in meinem Leben Spiele miteinander verglichen, also dementsprechend kann ich das nicht einordnen. Also wir haben ja gar kein anderes, also das ist Max das Allerwichtigste, aber das jetzt irgendwie zu sagen, das Champions-League-Finale wäre nicht wichtig gewesen, wäre ja auch nicht ganz richtig. Also dementsprechend ist das aus unterschiedlichen Gründen ein super wichtiges Spiel. Es ist die Hürde, die wir zu nehmen haben, um überhaupt erstmal ins Finale zu kommen und das ist ja schwer genug, wie wir alle wissen, dass weil es grundsätzlich im Fußball schwer ist, aber weil Bayern München natürlich auch über eine außergewöhnliche Mannschaft verfügt. Das kommt ja alles zusammen, aber kann ich nicht sagen, dass das irgendwie, falls ich jetzt mir kurz Zeit nehmen würde und die Spiele miteinander vergleiche, glaube ich nicht, dass ich irgendwann in einer anderen Anspannung war als vor diesem Spiel. Das ist mehr als 100% geht ja nicht. Also wir sind total konzentriert, wir freuen uns wirklich auf dieses Spiel. Wenn man kurz mal drüber nachdenkt, uns auch vor Augen führt, wie sehr die Mannschaft sich gefreut hat nach dem Viertelfinalsieg gegen Hoffenheim. Da war ja klar, dass danach nicht irgendwie, dass man nicht irgendeinen, weiß ich, Larifari-Gegner zugelost bekommt, sondern die Gefahr war groß, dass es richtig Qualität gibt und die haben wir bekommen und dementsprechend alles gut und wirklich große Vorfreude auf dieses Duell, das aber natürlich zu den schwersten, ja, habe ich im Fußball überhaupt gehört, aber das ist ja nicht schlimm und auch bekannt vor allem. Anna van Eickels für WDR 2. Wie sieht es denn personell aus? Kelly will ja unbedingt mitspielen, schafft es? Ja, also er hat gestern ganz normal trainiert, das sieht also jetzt nicht so schlecht aus. Kelly wird, denke ich, abwarten, also auch nochmal, so eine Rippe ist ja ist nicht so wahnsinnig angenehm, aber heute wird nicht so viel passieren, aber Kelly ist erfahren genug, alt genug, um wirklich sagen zu können, ja, es geht, so gerne er will, glaube ich nicht, dass er es sagen würde, wenn er nicht könnte.
Also dementsprechend wird das wird auf jeden Fall im Kader sein können, davon gehe ich jetzt mal aus. Bei ein, zwei anderen weiß ich das noch nicht so genau. Es ist so, dass was Kevin Großkreuz angeht, das ist gestern gelaufen, das ging gut. Müssen wir aber jetzt kurz abwarten, wie sich das dann entwickelt hat, weil die Geschichte im Knie ja jetzt auch nicht irgendwie durch ein Trauma zustande kam, dass er einen Schlag abbekommen hätte, sondern es ist so eine Belastungserscheinung, der seit kurzem ein bisschen Probleme hat. Dazu Illy ist gestern auch gelaufen, fühlte sich gut, hoffe, dass er Werte sind soweit in Ordnung, hoffe, dass das heute nochmal ein bisschen besser ist und vielleicht sogar ganz gut ist, werden wir gleich feststellen. Darüber hinaus. Bist du trainiert? Ja, bist du ja natürlich eine ewig lange Pause gehabt und das Training strengt ihn im Moment noch ein bisschen an, den Bub. Aber es ist gut, dass er da ist und er wird in der Saison ganz bestimmt noch zur Verfügung stehen. Das ist schon mal die beste Nachricht. Aber ja, also wenn jetzt nicht ganz viel passiert, hoffe ich nicht, dass wir Pistol da morgen reinschmeißen müssen, sondern dass er weiter aufbauen darf. Ja. Ja, dann Roman. Müssen wir abwarten. Ja. Roman fühlt sich viel besser. Was auch immer das heißen mag, ich werde gleich mit ihm sprechen. Ja, anscheinend wollen irgendwie morgen alle dabei sein. Ja? Egal was für Diagnose gibt. Wir müssen gucken. Aber in diesem Moment denke ich nicht, dass das gehen wird. Harald Grundmann für die ARD. Jürgen, was erwartest du für ein Spiel morgen, vor allem von den Bayern? Wahrscheinlich werden sie ja nicht so auftreten, auch personell, wie beim letzten Bundesligaspiel hier. Könnte schon sein. Oder? Also zusätzlich, hier ist Thiago eingewechselt worden, da kann jetzt das ziemlich hier von Anfang an spielen, okay. Das wird ein Unterschied sein. Ich weiß nicht genau, wie es mit Benatia aussieht. Trainiert hat er ja wohl, aber das Gleiche gilt natürlich für Arjen. Ansonsten könnte es dort schon eine ähnliche Formation sein. Ja, aber das ist, kann ich jetzt wirklich nicht hundertprozentig einschätzen. Halte ich auch nicht für so wahnsinnig wichtig. Ich weiß nicht, ob ich mich in der Sitzung hinstellen soll und sagen, die Bayern versuchen uns zu überrennen, wie gegen Porto das Ganze begonnen hat, oder die Bayern dann spielen wie bei uns im letzten Spiel gegen uns. Das alles ist nur eine Information. Also, aber in dem Moment, wo das Spiel beginnt, ist das dann auch schon meistens wieder über den Haufen geworfen. Also du musst da verteidigen, wo der Gegner das einfordert. Ja, du musst da attackieren, wo der Gegner das einfordert. Du musst in den Räumen spielen, die der Gegner anbietet. Und die Räume, die verändern sich jetzt nicht so dramatisch. Das war der größte Unterschied sicher zwischen allen Spielen, die Bayern München bis jetzt so gemacht hat, und dem Spiel hier bei uns. Ich glaube aber, dass das weniger als unsere Qualität geschuldet war, als tatsächlich der Formation damals, die so oft noch nicht so zusammengespielt hat. Mittlerweile haben sie das ein bisschen öfter gemacht. Bayern hat sicher nie so viele lange Bälle gespielt. Nicht mal gegen uns, wo sie es immer mehr machen. Wie in diesem Spiel, habe ich ja schon mal gesagt, seit das Bayern-Spiel weniger flügellastig ist, ist Levi in seinem Element. Ja, jetzt sicher Robert Lewandowski und Thomas Müller haben Unglaubliches geleistet in den letzten Wochen mit der ganzen Verletzungsserie, die Bayern ja auch hatte, haben die beiden einfach richtig aufgetrumpft, einfach weil das Spiel Levi natürlich auch extrem entgegenkommt, der viel mehr Kontakte hat. Ich glaube, darauf sollte man sich schon einstellen, das ist aber eine generelle Umstellung. Also des Bayern-Spiels, und das ist jetzt also auch nicht neu, und dementsprechend ist das ein Finale, und diese Intensität, da wird man nicht dran vorbei diskutieren können. Ich glaube, da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Das wird um alles gehen, und für uns ist einfach wichtig, dass wir wissen und auch uns daran erinnern, dass wir in allen Phasen in den letzten Duellen, in denen wir unseren Plan mutig durchgezogen haben, wir immer unangenehm waren für den Gegner, sehr unangenehm. Und im Hinspiel in München beispielsweise hat es uns eine Halbzeit lang waren wir sehr mutig, haben das sehr gut gemacht, gegen Bayern in bester Verfassung und wir in nicht so einer guten Verfassung, und haben das Spiel dann trotzdem noch verloren, weil wir irgendwann ein bisschen nachgegeben haben, ein bisschen passiv wurden, und das ist die Größe. Das darf einfach nicht passieren gegen Bayern, und das ist uns da passiert, und deswegen sollten wir über die gesamte Spielzeit maximal aktiv sein, selber Akzente setzen wollen und nicht nur Nadelstiche, sondern tatsächlich Akzente und eben die Räume, die Bayern eben auch anbietet. Deshalb hat ja Manuel Neuer so oft die Gelegenheit, sich in unfassbarer Art und Weise auszuzeichnen,
weil man natürlich auch zum Abschluss kommt gegen Bayern München. Das muss man halt tun. Und dann, ja, vielleicht mal den Ball nicht richtig treffen, dann rollt er ins Eck rein. Dann kann auch Manuel Neuer nicht mehr reagieren, weil alles, es ist einfach, ja, außergewöhnlich, was er da abreißt. Weitere Fragen? Jürgen Kors für die Ruhrnachrichten, bitte. Sie haben bei der Ankündigung Ihres Abschieds gesagt, dass Sie gerne nochmal um den Borsigplatz fahren wollten mit dem Laster. Ist diese Endzeitstimmung für Sie nochmal ein besonderer Punkt auch in der Besprechung mit der Mannschaft, um sich dieses Finale nochmal zu ermöglichen? Endzeitstimmung, habe ich nicht, ehrlich gesagt. Also bisher auch nicht wahrgenommen, dass das, dass wir in so einer Stimmung sind. Ganz im Gegenteil, also wir genießen das gerade. Also die Zeit zusammen, das ist alles gut. Und also ich finde, man muss das jetzt nicht zu hoch hängen und vor allem ist meine Person auch nicht wichtig genug, um das dann ständig zu sagen, Jungs, ich will doch mal verlassen, da reicht euch zusammen. Also das ist ja Quatsch, dass die wollen alle dahin, wollen das alle nochmal erleben und wie gesagt, aus gutem Grund, einfach so wird man ja nicht, macht man das ja nicht und da auf dem Lastwagen durch die Stadt zu fahren und dementsprechend ist das ein ganz, ganz großes Ziel. War es aber von Saisonbeginn an, nachdem wir letztes Jahr im Finale waren, dort denkbar unglücklich und unter komischen Umständen eben verloren haben, wollten wir eben diesmal nicht nur hin, sondern auch gewinnen. Und ja, da war ja klar, dass es irgendwann immer schwieriger wird und jetzt ist der Nummer 1 Gegner eben da. Und jetzt heißt es, wenn wir den Pokal gewinnen wollen, müssen wir Bayern schlagen. Also ist eigentlich ja wurscht, haben wir im Halbfinale und im Finale. Jetzt haben wir es im Halbfinale, haben es auswärts. Dadurch, ja, da haben wir auch schon gewonnen. Also dementsprechend ist da alles eigentlich da, so wie es sein sollte. Die Qualität des Gegners ist hoch. Ich finde, wir sind in einer sehr ordentlichen Verfassung und die sollten wir idealerweise noch ein bisschen ausbauen. Wir müssen eine Topleistung abrufen, das ist ja klar. Bayern verschenkt nichts und deswegen müssen wir einfach mit allen Sinnen am Start sein. Und dann kann uns das gelingen, aber ja, also hier kann ich es jetzt nicht erreden oder wie auch immer man das nennen möchte. Also das hilft nicht, was ich hier sage. Aber wir haben einiges getan dafür, dass wir bestehen können. Das müssen wir so auf den Platz bringen. Oliver Müller für Sport 1. Was würdest du eigentlich von diesen Duellen mit den Bayern als BVB-Trainer am meisten vermissen? Die Duelle mit Pep Guardiola, wie er versucht, euch taktisch gegenseitig auszuhebeln. Bisschen Balliho vor den Spielen. Das könnte ich mir vorstellen, das wird einem doch fehlen, ne? Weiß ich, ich kann es nicht sagen. Also weiß man im Vorfeld, was einem fehlen wird? Wir werden das sehen. Ich rufe dich an. Danke. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, mir fehlt was, dann sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du dir besorgen, dass ich es irgendwie wiederkriege. Nein, weiß ich schon. Ich mache mir auch keinen Gedanken drum. Also das ist, ich habe ja nicht vor, das ein Leben lang nicht mehr zu haben. So, also das ist also wirklich, das ist auch der Grund, warum ich keine Blumen möchte. Also ich weiß, es ist ja wirklich so beim Abschied für immer. Und ich, vielleicht wünschen sich das ja manche. Aber ich habe ja schon vor, weiterzuarbeiten. Ja, und deswegen ja, brauche ich da keine Abschiedsblumen. Aber wir werden sehen, was mir fehlen wird. Ich hoffe, es ist nicht so viel und ich könnte rein theoretisch, wenn ich es mal nicht habe, es dann die Zeit irgendwie anders sinnvoll nutzen. Ja, dann schaue ich doch einmal von rechts nach links in die Runde. Es gehen nicht mehr Finger nach oben. Doch, doch, doch. Heiko Niederer, Bild, bitte. Wo wir mit einem Gerücht angefangen haben, kommen wir nochmal mit anderen Gerüchten um Ilkay Gündogan. Gab es zuletzt viele Gerüchte, belastet das vor so einem Spiel die Mannschaft ein bisschen? Gibt es da irgendeinen neuen Stand? Ich habe Ilkay gar nicht gesehen, das sind die Gerüchte mit da um ihn ranken. Also die letzten, aktuellsten, der war ja krank. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir das auf die Stimmbänder gestreichelt. Das ist völlige Normalität und dass Spieler mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht werden, vor allem hier. Völlige Normalität und das hat uns jetzt nie davon abgehalten, uns aufs Wesentliche konzentrieren. Das hält Illy nicht davon ab, wenn er fit ist, das abzurufen, was gerade möglich ist und dementsprechend muss ich keine Gedanken machen. Aber um das Gerücht dann nochmal ganz kurz, es wäre echt cool, also auch wenn es aufgenommen wurde, wenn wir das Eingangsgerücht einfach so tun würden, als hätten wir nicht drüber gesprochen. Deckel drauf und allen Leuten, die euch anquatschen, darauf sagen, ihr habt keine Ahnung, aber wir müssen sich senden. Ja, ist ja irgendwie drauf. War live. Ja, also, was greift, denke ich schon. Das guckt ja keiner. Ich glaube doch. Gut so. Moritz Leikam, auch Bild, bitte. Auch Sie wurden ja mit Gerüchten konfrontiert oder zumindest vor dem Spiel haben sich ein paar Leute gemeldet, die Sie mit den Bayern in Verbindung gebracht haben. Unter anderem Franz Beckenbauer, der sagte, wir wären immer ein Thema und auch für die Nachfolge von Pep Guardiola möglicherweise wieder ein Thema. Stört Sie das jetzt grundlegend oder vor diesem Spiel im Speziellen?
Das stört mich überhaupt. Also ganz ehrlich, man kann sich kaum glauben, wie wenig daran mich stört. Mir ist das völlig egal, normalerweise, was geredet wird und was über mich geredet wird. Vor allem von Leuten, die mich nicht kennen. Also Franz kennt mich ein bisschen, oder viel größer er ist, ich kenne ihn ein bisschen. Aber ich nehme an, er hat das auf Nachfrage gesagt und hat nicht von alleine das Thema eröffnet. Also dementsprechend ist das alles völlig unproblematisch. Muss ich keine Gedanken machen, und dass Herr Markwort sich mal irren kann. Das denke ich, das wussten viele Fokusleser auch schon vorher. Weitere Fragen? Ich wollte eigentlich ganz, ganz nett und freundlich heute. Gibt es noch Finger? Nein, sehen wir nicht so. Dann gute Anreise nach München und schönen Arbeitstag. Bis dann. Tschüss.